Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich habe den Christian jetzt vorgeschickt und gesagt, geh durch die Tür und guck ganz einfach. Ich höre schon das. Wow. Mega. Da gehen wir jetzt rein. Leute, ich bin völlig überwältigt. Das erinnert mich jetzt an das Gefühl, wenn ich in 14 Tagen in Italien in ein Wasserwerk reingehe. Alter. Das ist krank. Das ist sowas von krank. Guck dir mal die Kessel hier an. Ich weiß nicht, warum ich immer flüstere, aber ich kann es nicht so machen wie die anderen YouTuber. Mache ich auch nicht. Aber ich bin jetzt einmal bis zum Ende der Halle gegangen. Habe jetzt mal auf mich wirken lassen. Ich gehe jetzt mit euch jetzt erstmal wieder zurück. Da vorne ist ein Abgang in den Keller, den wir auch noch begucken müssen. Ich werde euch gleich auf jeden Fall weiter mitnehmen. Und wenn es mit dem Handy ist. Vorne sind noch Motorenteile, Lagerschalen, denke ich mal. Von irgendwelchen Ventilatoren. Diese zwei großen. Ja, was sind's für Geräte? Kann ich euch gar nicht sagen. Das sieht aus wie ein Brenner. Da oben ist auch nochmal ein großer Tank. Und wir gehen jetzt mal hier an der anderen Seite entlang. Obwohl, ach, hier gibt es so viel zu sehen. Da weiß man gar nicht, wo man überhaupt herlaufen soll. Schaut euch mal den Verfall an. Wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch und da vorne die Tür rein. Die schönen Fliesen an. Und dieses alte Tor. So Leute, ich habe natürlich schon mal vorher das gesehen. Also was heißt vorher gesehen? Ich konnte schon mal einen Blick hier reinwerfen. Ich wollte eigentlich jetzt erst mit euch hier rein zum Film. Hier fliegt eine Mücke bei mir im Ohr entlang, um ganz einfach mal die Gefühle hier freien Lauf zu lassen, was man hier so alles zu sehen bekommt. Hier ist die ganze Schaltzentrale mit Messinstrumenten, Regelinstrumenten. Hier vorne ist das Pult, das ist bestimmt 5 Meter lang, ach länger, 8 Meter lang. Und dann dementsprechend, ja, was geschaltet werden konnte. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind, die man nicht bewegen kann. Hier vorne steht noch ein Datenschrank. Da sind bestimmt wichtige Papiere drin gewesen. Ist natürlich zu. Ja, hier stehen ein paar Schubladen noch auf, wo diverse Sachen drin sind. Ja, die Messinstrumente hier, die haben sie schon rausgenommen. Man kann tatsächlich einmal durchgucken in die nächste Reihe. Ja, wenn du hier um die Ecke kommst, dann kommst du von einem Schaltraum in den anderen Schaltraum. Wo über Sicherung Instrumente, Kabel abgeklemmt, außer Betrieb, Kompressor, Bremsenbühne, Gleichrichter, Kaue. Also das ist komplett die ganze Kraftzentrale. Und wenn man jetzt mal hier über den Schaltschrank guckt, da sind natürlich diese wunderschönen roten Fenster alle noch intakt. Tja, und das Schöne an dieser ganzen Geschichte: keine Graffitis, so gut wie gar keine Graffitis, keine Schmiererei. Hier ist noch alles so,
wie es verlassen worden ist. So, 10% Akkuleistung. Gleich geht's mit dem Handy weiter. Das sind, ja, ich sag mal, die Kerne von den Transformatoren, die entweder hier auseinandergenommen worden sind, beziehungsweise hier überall drin standen. Umspannungen. 400 Volt. Gut, 400 Volt ist nicht viel. Aber man kann auch viel Aua machen. Da geht's wieder raus. Also, sehr interessant hier. Sehr interessant, Leute. Wir sind jetzt am anderen Ende der Halle. Da geht aber nochmal eine Treppe rauf. Da wollen wir auch mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Ja, Leute. Und hier verschlägt es wieder den Atem. Das sind riesengroße Generatoren, Motoren. Die sind, keine Ahnung, 10 mal 5 Meter breit. Das ist krank. Das ist sowas von heftig. Hier auf der anderen Seite sind dann nochmal die Schaltschränke dazu. Und alles, was sich hier drunter befindet. Ich weiß nicht, ob wir das alles noch mitnehmen können. Irgendwelche hydraulischen. Ich weiß es nicht. Was das sein könnte. Öffnen, schließen. Ach hier. Ascania Regalanlage Kompressor 2. Und das wird dann die Anlage 1 gewesen sein. Okay. Ölpumpe. Ja. In meiner letzten Akkuleistung hier gehe ich jetzt die Treppen runter und dann kommen wir in den unteren Bereich, in dem Keller. Der Keller ist jetzt eigentlich ebenerdig, den Keller ist es gar nicht. Links ist das Tor, wo man ebenerdig raus kann. Hier ist eine Rampe, um reinfahren zu können. Und oben standen die Generatoren. Ja, und hier unten befinden sich die ganzen Rohrleitungen. Öl, Luft, Wasser. Was immer hier alles umgeformt oder verleitet, erwärmt, ich weiß es nicht. Ich war schon beim Heizkraftwerk, da sah das ähnlich aus. Scheint auch sowas hier zu sein, sowas ähnliches für das Werk. Aber das ist gigantisch. Ja, wir sind jetzt aus dem dunklen Bereich raus. Jetzt haben wir wieder die offene Decke hier. Also oben drüber, da wo wir gerade rumgelaufen sind. Hier sind natürlich viele Nebenräume. Die will ich euch jetzt gar nicht alle zeigen, weil da sind viele Lagerräume dabei. Wir gehen ganz einfach mal hier entlang und gucken mal, was uns hier unten noch so alles erwartet. Ja, hier laufen die Leitungen letztendlich weiter zum da hinten zu den beiden Brennern, die da oben standen, denke ich jetzt mal ganz einfach. Wir gehen jetzt mal ganz einfach noch ein Stückchen weiter und gucken mal, was wir hier noch so alles finden. Auf jeden Fall viele Rohre, viele Ventile, teilweise dunkle Abschnitte. Hier sehen wir jetzt wieder im freien Maschinenbereich. Da oben ist übrigens die Elektrozentrale, wo wir gerade drin gewesen sind. Hier gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Wir stehen jetzt gerade vor ganz vielen Ventilen und Dennis sagte gerade, fass mal den Vorbeziehungs- oder deinen Rücklauf an. Die sind tatsächlich noch heiß. Das heißt, die zwei Öfen, die da oben stehen, die sehen auch noch relativ neu aus. Wir werden in irgendeiner Art und Weise irgendwas hier noch beheizen und laufen. So, wir gehen jetzt noch mal hier ein bisschen durch. Also es ist natürlich jetzt schon viel zurückgebaut. Die Räume, in denen ich gerade reingeguckt habe, sind natürlich alle leer. Und das Einzige ist halt hier, die ganzen Rohre, die können sie natürlich noch nicht zurückbauen. Hier geht es jetzt auch nicht weiter. Aber man merkt, dass hier tatsächlich irgendwas warm ist. Heizung, Rücklauf. Weg rein zu suchen. Haben wir auch
auch zu finden. Also das ist schon echt das Highlight des Tages heute. Da vorne sehe ich jetzt nochmal ein paar alte Stromkästen, Verteilerkästen, das heißt alle sind auch schon ein bisschen geplündert. Aber ja, solche schwarzen Kästen gibt es ganz einfach heute nicht mehr. Wir sind jetzt nochmal in einem Nebenbereich, wo Treppen hochführen, schön geschnörkelt, wohin die immer führen. Jetzt haben wir hier noch so richtig altdeutsche Schrift gefunden. Sehr wahrscheinlich sind wir hier in einem sehr, sehr alten Teil. Ventilator östlich, Ventilator westlich. Da vorne Landes. Ich gehe mal kurz hin. Ach, Kondensator, Generator soll das heißen. So. Und da vorne ist nochmal ein Kompressor. Ja, hier oben hat man nochmal solche Beschriftungen, allerdings jetzt nicht mehr in Altdeutsch. Jetzt sind wir oberhalb der Treppe und gehen mal hinten durch die Tür. Man sieht es kaum. Ungefähr da. Da bin ich gerade umgeknickt. Ja, man guckt nach oben und wenn auf einmal ein Loch ist, was 5 cm tiefer geht, dann macht das ein bisschen Aua. So, jetzt sind wir auf diesem dunklen Gang, den ich jetzt mal ein bisschen hingehe. Am Ende ist ganz einfach nichts mehr. Hier können wir nochmal von oben in einem kleinen Raum reingucken. Also dieser Gang ist ganz einfach, das ist eine Kabeltrasse hier oben und der Gang ist dann ganz einfach dafür da, um auf der Kabeltrasse Leitung ziehen zu können. Wir gehen wieder runter und da hinten raus in die Maschinenhalle. Tja Leute, also es ist schon sehr beeindruckend hier, was wir hier gefunden haben. Ich gucke jetzt gerade hier auf die schönen Rundbögen, die ja, wo der Verfall sehr stark ist, verblättert ab. Da ist schon Grünspann drin. Ich weiß noch, was wir hier in der Halle alles gefunden haben. Megamäßig. Megamäßig. Kranke Scheiße kann man auch sagen. Ich bin ganz einfach überwältigt. Mit der Maschinenhalle sind wir jetzt mal hier schräg rüber zu so einem Kühlturm, so einem ganz alten Kühlturm aus Holz gegangen. Ich weiß nicht, ob wir da mal eine Etage hochgehen oder ganz einfach nur unten bleiben. Da vorne weiß ich jetzt nicht, ob da vielleicht einer drin sitzen könnte in diesem kleinen Häuschen. Also das sind hier im Endeffekt alles Kühlrippen. Da ist das Wasser quasi hier durchgeträufelt, wurde praktisch auf dem Weg dahin gekühlt. Unten wurde es, da unten ist zum Beispiel so ein Becken, da wurde es wieder aufgefangen und das gekühlte Wasser wieder zurückgeleitet. Also dieser Kühlturm, der ist schon sehr, sehr alt. Ich weiß es jetzt nicht wie alt, aber weiß ich nicht. Sagen wir jetzt 2020. So aus den 1960ern sage ich jetzt mal ganz einfach, sowas aus der Richtung, kann ich mir vorstellen. Also sowas wird ja heute gar nicht mehr gebaut. Es fängt jetzt wieder an zu regnen, wir gehen jetzt mal hier vorsichtig wieder zurück Richtung Förderturm und versuchen vielleicht da nochmal reinzukommen. Vielleicht nochmal hier die Gebäude auf der linken Seite, nochmal zu inspizieren. Aber ich glaube, wir haben unser Ziel schon lange erreicht. Ja, Leute, wir sind jetzt quasi unter dem großen Förderturm, Hammerkopfturm. Theoretisch könnten wir hier diese Bretter rausnehmen. Aber da vorne soll noch eine Tür offen sein. So Leute, jetzt sind wir in den Förderschacht reingekommen. Ich zeige euch das mal ganz kurz von der Ferne. Wie gesagt, da vorne, wo die Taschenlampe ist, da haben wir 2 Bohlen weggeschoben und sind eben hier rein.
Ja, und hier geht's ganz einfach nach oben in den Turm rein. Und was uns da erwartet, das werden wir gleich sehen. Wir gucken uns mal kurz hier das Mittelteil an. Also hier ist der Schacht. Hier sind die Körper mit den Loren rauf und runter gefahren. So, jetzt schauen wir mal ganz einfach. Ich meine, ich habe die Tür vorher schon aufgemacht. Ich habe gerade jemanden im Rücken, der mich verfolgt. Ist ein Unterdruckraum, aber die Tür, die geht tatsächlich noch auf. Und wie vermutet, geht es hier, ich sag mal, zu den Schächten, der natürlich da unten auch zugelaufen ist. Da unten ist alles grün mit Wasser. Mal sehen, was ihr seht. Dieses kleine Türchen hier. Ja, kann man komplett aufmachen. Jetzt haben wir hier, also unten denke ich mal nur für die Loren und oben, wenn man irgendwie was weiß ich, was anders machen will. Und ich weiß nicht, ich traue mich mal ganz einfach. Ihr werdet es eh nicht sehen, aber da oben geht's jetzt. Gerät oder was, das ist ein uraltes Gerät mit einem Schlauch dran, Strom drin, sehr wahrscheinlich ein Trafo oder sowas. Und das sind im Endeffekt schon die stützenden Elemente für den Turm. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sieht, da oben ist eine riesige Kranbahn. Last kann ich nicht lesen, aber hier geht es auch noch mal runter im Keller. Da wurden bestimmt Gerätschaften oder sowas angehoben. Riesengroße Tore, Türen, keine Ahnung. Die sind 10 Meter hoch. Ja, wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch, um ganz einfach mal den Turm zu erklimmen. Nächste Ebene. Scheiß Taschen ab. Ja, das ist auch wieder Unterdruck. Das heißt, hier sind zwei Türen. Einmal diese Tür, die geschlossen worden sind. Und dementsprechend sehr wahrscheinlich keine Falschluft. Den Schacht reinzubekommen. Hier ist ein dicker, fetter Strahler noch von Anatuk. Und wir sind jetzt praktisch oberhalb. Ach, das ist so dunkel hier. Das ist so dunkel. So, hier ist praktisch auf der oberen Ebene. Ja, und hier Die Strahler da, die strahlen eigentlich direkt hier auf den Ausgang vom Schacht. Wir gehen jetzt noch weiter hoch. Ja, hier haben wir eine Förderschnecke gefunden. Tja, wofür die jetzt ist, aber ich sag mal, wenn wir hier entlang gehen, geht die quasi hier in so einem. Hier wird auch eine Schnecke drin sein und darüber ist ein riesengroßes Lüftungssystem. Also ich kann mir vorstellen, dass da die Filter vielleicht automatisch ausgeklopft worden sind und der ganze Staub, der da drin sitzt, runtergefallen ist und über diese Förderschnecke abtransportiert wurde. Ich bin jetzt einmal hier um die Maschinen rumgegangen, also hier ist der Antriebsmotor für die innere Förderschnecke. Und wir gucken mal ganz einfach hier durch dieses Türchen. Und da sehen wir praktisch, dass hier die Förderschnecke ganz einfach alles nach vorne gefördert hat. Hier ist übrigens ganz feiner
Kohlestaub. Hier. Tauben fliegen hier auch rum. Ja, hier sind natürlich mehrere Ebenen. Auf dieser Etage, sage ich jetzt mal, sind zwei weitere Ebenen noch, wo Technik drauf ist oder untergebracht ist. Wir gehen jetzt mal hier weiter den Turm hoch. Ja, wenn man hier so hochkommt, da hört man erstmal richtig fett den Wind jaulen. Und man sieht erstmal diesen richtig dicken, fetten Schraubenschlüssel. So. Wir sind noch nicht ganz oben. Ihr seht, hier oben geht es noch mal eine Ecke weiter hoch. Oh, das ist einmal der nächste Abschnitt. Da gehen wir einmal durch. Und dann geht's weiter. Ja, hier sind viele, ja, ich sag mal, Räume, Schaltschränke. Der mittlere Kern besteht natürlich aus dem Schacht an sich, der hermetisch abgeschlossen ist. Ich glaube, ich verstehe auch so langsam, was die Drucktüren da unten, Unterdrucktüren da unten zu sagen haben. Das heißt, wenn sehr wahrscheinlich Schachtbewegung ist, also Fahrbetrieb, muss da alles verschlossen werden, dass, ja, ich sag mal, keine falsche Luft irgendwie rein oder rauskommt. So stelle ich mir das Ganze vor. Hier auf den Tischen, da liegen noch Zahnräder rum, alles mögliche, Bolzen, Lager. Das sind alles Sachen, die hier, ja, vielleicht früher gebraucht worden sind. Hier steht noch eine alte kleine Mülltonne. Stehen hier auf den kleinen Schwerlastregalen, wofür immer die sind. Aber sie liegen hier. Weiter geht's. Also ich weiß nicht, ob ihr das alles hört hier. Diese Windgeräusche, diese Atmosphäre. Ich gehe jetzt mal nicht weiter hoch, weil hier vorne habe ich was gesehen. Das müssen wir uns angucken. Das ist nochmal eine Drucktür hier vorne. Ich sag's mal eben. Ach, guck mal, da kommt sogar jemand raus. Ja, also hier windet das völlig viel. Je höher wir kommen, desto stürmischer wird es. Wir gehen jetzt mal ganz einfach hier in den Raum rein. Also durch die erste Drucktür sind wir wieder durch. Hier ist die zweite. Drucktür hört sich an wie ein Bunker. Oh ja, und hier sind wir. Ja. Da können wir wieder eine Etage tiefer gehen. Und wir sind hier, wie gerade schon unten gesehen, direkt im Schacht. Im Schachtgehäuse, was hermetisch abgeriegelt ist. Ja, ich sehe das Ende da oben noch nicht, also wir müssen noch ein bisschen was. Ja, wir verlassen jetzt mal die, ich weiß gar nicht, die dritte Ebene, was immer das jetzt für eine Ebene ist, kommen auf die nächste. Auch für Lüftungstechnik, Lufttechnik hier in der Mitte. Wieder der Schacht und ich glaube, so langsam kommen wir am Ende an. Ja, ich erzähle mal jetzt was, weil wenn ich da rangehe, dann wird man eh nichts mehr hören von dem ganzen Wind. Aber ich zeige euch mal den Ausblick. Das habe ich gerade gemacht. Da wird der das Mikrofon nicht mitmachen. Hier geht jetzt noch eine Treppe hoch, hier vorne. Da vorne ist die eigentliche Treppe, das Treppenhaus, wo wir quasi hochgekommen sind. Jetzt gehen wir auch weiter und dann, ja, sind wir vielleicht gleich ganz oben angekommen. Ja, das sind riesige Filtermatten. Filtermatten. Da ist eine. Ja, hier sind die Filtermatten von hinten. Also hier wurde Luft rein bzw. rausgesaugt.
Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber das ist eine Technik für sich. Ja, wie man unschwer erkennt, hier ist das Fördergerüst. Ich will nochmal was zeigen, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Warum sind hier Ketten? Ja, ganz einfach, um das Filtermaterial motorisch hier zu tauschen. Das heißt, oben ist ja wahrscheinlich entweder eine komplette Rolle reingelegt worden und dann wurde immer, ja, Höhe 2 Meter, sage ich jetzt mal ganz einfach, alle, keine Ahnung, Woche, 2 Wochen jeden Tag, das weiß ich jetzt nicht, das Filtermaterial durchgedreht. Hier unten wurde es dann wieder aufgesammelt oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht. Und so konnte man praktisch einfach und schnell das Filtermaterial austauschen. Und Leute, jetzt sind wir im Bereich angekommen, wo die Seilscheiben sind. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch wir schon sind. Hier steht eine zum Austauschen. Die sind natürlich zweigeteilt, sonst hätte man sie gar nicht transportieren können. Da oben sind Schienen. Hier ist ein dicker, fetter Kettenzug hier oben, der das Ganze dann hätte hier praktisch austauschen können. Und das ist eine Seilscheibe, die quasi noch montiert ist. Und ich zeige euch mal kurz, da muss ich mich ein bisschen anstrengen. Sie dreht sich noch. Ja, und das ist immer so ein Stück Historie. Sie dreht sich sogar zurück. Ja, wenn man sowas noch mal bewegen kann. Ja, jetzt gehen wir mal hier an dieser Seilscheibe vorbei, weil ich glaube, hier hinten habe ich die zweite Seilscheibe gesehen. Da oben sieht man sie. Also auf dem Förderturm sind hier immer 2 Scheiben. Ich weiß gar nicht, warum wir die Treppen hochgelaufen sind. Hier ist ein Aufzug. Ja, leider außer Betrieb. Von daher gehen wir jetzt das kleine Stückchen auch noch hoch. Wo sind die Treppen? Also erstmal wieder hier orientieren. Hier nicht. Aber da geht es dann tatsächlich nochmal weiter hoch. Ich muss euch wirklich sagen, ich bin eigentlich von der Tour, die wir heute gemacht haben, völlig überwältigt. Wir gehen jetzt hier. Ich glaube, das sind jetzt tatsächlich die letzten Stufen, die wir hochgehen. Und sind oben angekommen. Leider nein. Da vorne. Es geht noch weiter hoch. Ja, wir sind jetzt an den Seilscheiben vorbei, an den Ersatzseilscheiben auch. Hier oben stehen noch diverse, ich weiß nicht, Werkstattwagen, Pumpen, Absperrventile. Ich gehe mal hier durch. Links von mir geht nochmal eine Treppe weiter hoch. Viel Lüftung, viel Technik, viel Luft und Filter und hast du nicht gesehen. Was sehen meine Trümmeraugen hier? Da ist nochmal eine Seilscheibe. Aber eine richtig fette. Ja, und ich glaube ganz einfach, da wo wir jetzt hinkommen, ist wieder das zweite Highlight des Tages. Abgesehen von der Maschinen- und Generatorhalle. Dass wir hier wirklich ganz oben auf der Spitze des Turms kommen. Ja. Das zweite Mal am Tag völlig überwältigt sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie ein bisschen dreckig im Gesicht bin. Wenn ja, dann sehe ich zumindest aus wie ein Bergmann. Wir gehen jetzt mal hier zum Förderstand. Also hier praktisch, hier saß derjenige, der da vorne das Ganze gefördert hat. Ich setze mich auf den Stuhl und werde das Ganze mal auf mich wirken lassen. Ja Leute, wer wünscht sich das nicht, in so einer Steuerkabine, die nicht verwüstet ist, das kommt noch hinzu, die nicht verwüstet ist, kein Graffiti. Hier ist noch alles da, selbst, ja, das ist eine Maus hier, denke ich mal,
Also hier kann man so mit dem Finger reingehen. Sieht man jetzt nicht durch die. So, also dieses hier. Das weiß ich nicht. Dann könnte man dementsprechend hier, wenn jetzt das Ding losgehen würde, so, könnte man praktisch auf und aufwärts fahren oder ja, sehr wahrscheinlich umschalten, nur rauf und runter. Und der andere Hebel. Vielleicht gab es hier gar nicht mehr Hebel. Hallo? Ja. Okay, sind alle drin? Ja, dann hole ich das Ding hoch. Türen zu, Abfahrt. Licht an. Ja Leute, so könnte das unter Umständen früher gewesen sein. Irgendwie müssen sie sich verständigt haben. Hier stehen zwei Tastaturen vor mir. Ansonsten habe ich hier halt Blick auf die Maschinen. Rechts und links von mir. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich meine, sehr wahrscheinlich wird hier genauso gleicher Steuerknopf gewesen sein. Es ist fast auch die gleiche Anlage, weil es sind, glaube ich, zwei Motoren, einer hinten, einer vorne. Endschalter angefahren, Abfahrsperre, Anlage, ein Aus, Anfahrt. Dann sind hier verschiedene Sachen von Revision, automatische Schachrevision, Wendeholz, Rinne, Rückverladung. Also so viele Knöpfe hier. Quittierung, Notsignal, Lampenprüfung, Erweiterung, Bündigkeit, so, Güterförderung, Einkorb West. Ja, Einkorb West und Ost haben wir gerade unten schon mal bei der Beschriftung gesehen, im Maschinenraum, wo praktisch da die ganzen ja, Trafo- und Schaltanlagen standen. Ja, und wir sitzen jetzt hier oben an den Maschinen und lassen das Ganze mal auf uns heben. Heftig, heftig. Ja, leider können wir nicht sitzen bleiben. Ich zeige euch jetzt nochmal die Maschinen da vorne. Und ja, dann müssen wir die Treppe wieder runter, gehen wieder raus, machen das auch wieder zu und werden dann ja, unsere erfolgreiche Tour ganz einfach beenden. Hat wieder echt mega Spaß gemacht und Abspann gibt es natürlich unten. Ich filme jetzt, wie gesagt, mit dem Handy. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht, hört, wie auch immer. Ich habe vergessen, Akku mitzunehmen für meine kleine Actioncam, aber muss ich auch noch dran gewöhnen. Gut, machen wir weiter. Bis gleich. Ja, ich stehe jetzt gerade hier an einem offenen Fenster. Wir schauen mal kurz raus. Hier geht übrigens noch eine Wendetreppe hoch, oben auf Empore, da gehe ich jetzt aber nicht hoch. Hier hinter mir, da tröpfelt es irgendwo ganz fürchterlich. Ich weiß jetzt nicht wo, ach da hinterm Spülstein sieht man es. Kommt von oben das Wasser runter. Ja, wo wir jetzt praktisch vorstehen, das sind die riesengroßen Antriebsräder. Also nicht die Seilscheiben, sondern die Antriebsräder für die ganze Seilfahrt an sich. Auf der anderen Seite sind die Motoren. Das seht ihr gleich auch, aber es ist schon gigantisch. Da hinten übrigens, da saß der Steuermann drin. Ich weiß gar nicht, was der für einen Namen hatte, Steuermann bestimmt nicht. Ja, hier mal das gleiche nochmal. Hier ist leider schon eine Scheibe kaputt, schade. Hier saßen sogar zwei Mann drin. Und warum die alle Liegesitze hatten, kann ich euch auch nicht sagen. Sieht auch nicht mal so schön aus hier. Aber hier oben zu arbeiten, tja, ich sag mal, es ging um Kohle. Um Kohle fürs Land. Und das ist ganz einfach eine Ehre fürs Land. So, wir gehen jetzt mal weiter zu den BBC-Motoren, die hier hinter stecken. Also ich sag mal, ein so ein Gehäuse ist locker 4 Meter hoch. Zwei Stück gibt es davon. Da hinten steht die zweite. Ja, und die wurden dann dementsprechend hier angesteuert, um die ganze Seilfahrten dementsprechend zu machen. Und was das Schöne ist, hier ist eigentlich noch nichts zerstört. Das sind diese ganzen kleinen Stromabnehmer, sage ich jetzt mal ganz einfach dazu, die praktisch Strom auf die
auf diese Welle gebracht haben, dass sich das Ganze halt dreht. Ja Leute, ich glaube, das ist hier ein richtig guter Ort, um Tschüss zu sagen, bis zum nächsten Mal. Also die Aktion hier hätte ich mir echt nicht träumen lassen, dass wir das hier alles zu sehen bekommen. Das fing eigentlich recht blöd heute Morgen an, weil wir zwei weitere Stellen angefahren haben, also ich sag mal vom Gelände, um drauf zu kommen, haben aber da absolut keinen Zugang gefunden. Und ja, beim dritten hat es dann ganz einfach geklappt. Es regnet jetzt draußen übrigens, heute Morgen hat es auch schon ein bisschen genieselt. Aber dass wir sowas hier noch zu sehen bekommen, dass wir überall hier reinkommen, spektakulär, wirklich. Geile Scheiße. Ich weiß nicht, von wem ich das habe. Ich habe jetzt letztens wieder bei YouTube gehört. Keine Ahnung. So bin ich normal. Ich greife gerne mal was auf und benutze es dann, ob es gut oder schlecht ist. Hört sich auf jeden Fall gut an. Gut, dann sag ich mal für heute Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Abenteuer. Ich denke mal, ihr könnt hierfür ruhig mal ein Like da lassen. Für diejenigen, die das neu jetzt sehen, die anderen, nee, umgekehrt. Ihr könnt gerne mal ein Abo da lassen für diejenigen, die sich neu auf den Kanal zugeschaltet haben oder zuschalten möchten. Ja, und der Rest, ihr könnt jetzt einfach mal ein fettes Like da lassen, schönen Kommentar drunter schreiben. Ich sag mal, bis zum nächsten Abenteuer, bis die Tage, euer Team Urbexner. Ciao.